Es ist ein wunderschöner Tag und der kleine König und die kleine Prinzessin haben es sich im Schlossgarten gemütlich gemacht. Hab ich gemacht? Wirklich? Ja, wenn ich sage, hab ich gemacht, glaubst du mir nicht? Doch, doch, klar doch. Ach, übrigens, ich hab dir sogar was mitgebracht. Oh, wirklich? Ja, hier, eine Tüte Gummibärchen. Oh, nein, die mag ich ja so gern. Dann gleich so viele. Hier, für dich. Lieb von dir, dass du alles mit mir teilen willst. Wie? Ich will teilen? Ach so, ja. Das ist wirklich großzügig von dir, kleiner König. Na ja, finde ich auch. Richtige Freunde machen das so. Ja, 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 ja. So. Sie geben dem anderen auch mal was ab. Ja, ja, ja. Das macht dann doppelt Spaß. Ja, ja. Hä? Leer! Die Tüte ist leer! Du bist das Letzte! Wie? Das letzte Pärchen! Wenn du mein Freund bist, gibst du es mir ab! Ja, aber du hast mir ja eigentlich die ganze Tüte geschenkt. Und ich habe dir eigentlich schon ganz viel abgegeben. Aber dieses letzte... Sei schön lieb zu deinem Besuch. Du bist doch ein Kavalier, oder nicht? Schon. Und du? Bist du wirklich meine Freundin? Natürlich. Und deine Lieblingscousine. Und du wirst es auch bleiben? Na klar. Auch wenn unsere Freundschaft einmal schwere Zeiten überstehen muss? Ja, ja, ja. Das ist gut, weil so eine Zeit kommt jetzt. Aber unsere Freundschaft hält das bestimmt aus. Jede Menge Hausarbeit, die wir teilen können. Geschirr abräumen, spülen, abtrocknen. Nanu! Kleiner König, kleine Prinzessin. Das Gewitter hat sich verzogen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Angst? Hier? Ha! Ist ja lächerlich! Übrigens, ich habe noch ein Bärchen. Das hatte ich mir mal so eingesteckt, so für später. Es ist das allerletzte und du kannst es haben. Es ist für dich. Wie bitte? Wirklich? Hm? Ja. Ach nein, behalt es. Geschenkt bleibt geschenkt. Nö, dann wird geteilt. Ja, ja. Ich brech's durch. Nanu. Noch mehr ziehen. Lecker. Die roten mag ich sowieso am liebsten. Ja, ich auch. Also, weißt du, ich habe mir vorhin auch eins für später aufgehoben. Das ist das allerletzte. Übrigens auch ein rotes. Und das ist für dich. Oh, danke, wie lieb. Und ich habe noch das allerletzte. Oh! Es ist der Tag nach Nikolaus. Und der kleine König hat schon alles aus seinem Stiefel weggenascht. Tja, wirklich schade. Leer. Keine Süßigkeiten mehr drin. Oh, kein klitzekleines Zimtsternchen. Du bist eine kleine Naschkatze. Hast du dir's nicht einteilen können? Einteilen? Ach was, ich habe eben zu kleine Füße, daran liegt's. Und deshalb habe ich auch nur so einen winzigen Stiefel bekommen, mit fast nichts drin. Aber Moment mal, wer große Füße hat, kriegt ja mehr. Hallo, Grete! Grete, na, was hat dir denn der Nikolaus Schönes gebracht? Ein Honigkuchenpferd am Stiel. Oh, lecker. Grete, du bist doch meine beste Freundin, oder? Ja. Und deshalb gibst du mir doch jetzt ganz bestimmt was aus deinem Stiefel ab. Und also, ich würde mit dir teilen, wenn mein Nikolausstiefel voll wäre und deiner leer. Wirklich. Lass mich doch wenigstens einmal lecken.
Bitte, 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 bitte. Hey, ich hab noch nicht mal abbeißen können. Nochmal. Och. Was hast du denn, kleiner König? Mein Bauch braucht Zucker. Ach, Grete, errette ihn. Das war viel zu kurz. Zu kurz, du gemeines, geiziges Tier. Du. Huch, ein Aua an meinem Lieblingsfinger. Ausgerechnet. Komm schon, Grete. Nur dein Honigkuchenpferd kann mich jetzt noch trösten. Oje. Naja, macht nix. Gibst du mir eben was anderes aus deinem Stiefel? Da scheinen ja noch allerhand Leckereien drin zu sein. Nicht wie bei einigen anderen, die alles gleich am ersten Tag auffuttern. Naja, Grete ist ja auch berühmt für ihre Vorratshaltung. Na dann eben nicht. Vorratshaltung, wenn ich das schon höre. Vorratshaltung. Guten Tag. Ich bin der kleine Nikolaus. Hier ist leider aus Versehen ein Stiefel falsch abgegeben worden. Tja, Pech gehabt. Den muss ich leider wieder abholen. Wie bitte? Also weißt du, kleiner König? Ja, ich wollte ja nur mal sehen, was Grete gekriegt hat. Und gib doch mal den... Leer, mit Stroh ausgestopft. Ach, von wegen alles einteilen. Nein, aufgefuttert hast du alles. Och, schäm dich, Grete, mit deinen großen Füßen. Wie kann man nur so gierig sein? Ich hätte gern noch was, du auch. Ja. Was macht ihr denn da? Jetzt backen wir Plätzchen für uns und für alle, die nach Nikolaus auch immer zu kleine Füße haben. Greif doch zu. Draußen weht ein kalter Wind, aber das stört den kleinen König heute nicht. Er erwartet nämlich Besuch. Wo bleibt sie nur? Hallo, kleiner König. Da bist du ja endlich, kleine Prinzessin. Komm schnell rein ins warme Schloss. Ja, gerne. Möchtest du vielleicht ein Glas Möhrensaft? Ich möchte lieber gleich was Schönes spielen. In deinem Kinderzimmer. Wow, was du alles hast. Sogar Sachen, die ich nicht habe. Da diesen Super-Tuper-Schrauber. Ja. Der ist prima. Kann man den auch anschalten? Ach ja, hier. Sei aber vorsichtig mit dem Propeller. Ich pass schon auf. Kann der sich auch schneller drehen? Nein. Doch, hier. Und fliegt er richtig? Nein, er rollt. Ach, wirklich? Wieso geht er denn jetzt nicht mehr? Ich bin eben was anderes. Hast du ihn kaputt gemacht? Nein, war doch nur Spaß. Ich hab ihn ausgeschaltet. Oh, ich hätte mich fast erschrocken. Nimm lieber was, das nicht kaputt gehen kann. Ist gut. Dann baue ich jetzt ein Schloss. Mit ganz vielen Bausteinen. Die musst du aber nachher wieder einräumen. Ja, ja, klar doch. Erst wird ein riesen Turm gebaut. So, noch eins. Ja, und da fährt jetzt gleich... Ups. Oh, ein Zug dran vorbei. Ein ganz langer... Und schöner Zug. Sei vorsichtig mit der Dampflok. Guck mal, Teddy, sie nimmt sich einfach alles. Komm und hilf mir mal. Guck mal, kleine Prinzessin, ja? Willst du mal mit ihm spielen? Nein, nein. Tü-tü. Aus der Bahn. Du könntest ihn ja sowieso nicht haben. Leider. Anfassen ist nämlich verboten. Schon gut. Behalt ihn. Ich habe nämlich gar keine Zeit für den Teddy, weil ich segel doch jetzt sowieso mit dem Schiff nach Amerika. Schwimm, schwimm. Und der Wind bläst von vorwärts. Hui. Du kannst jetzt nicht mit dem Schiff fahren. Nein? Nein, weil jetzt der Teddy unbedingt sehr dringend selber mal segeln muss. Weit, weit weg. Na gut, dann spiele ich eben so lange mit dem. Nein! Hubschraubern geht leider auch nicht. Den braucht der Teddy, wenn sein Schiff vielleicht gleich untergeht, zur Rettung. Und die Dampflok soll auch nicht fahren. Der Dampf stört ihn beim Fliegen, kann man nichts machen. Dann kann ich überhaupt nichts mehr spielen. Kann ich da nichts dafür, wenn der Teddy verreisen muss? Aber
Er muss doch nicht ganz alleine spielen. Vielleicht könnten wir ja mal alle zusammen. Ja, vielleicht. So, hier, Teddychen. Bau dir mal einen schönen Turm. Er macht's nicht. Zu schwierig. Ich helf dir, Teddy. Komm mal hier. Komm, dir so. Jetzt, wir bauen jetzt zusammen einen Turm. Und Teddy darf ihn dann umstoßen. Darf Teddy mal anschalten? Nur wenn er ganz vorsichtig ist mit dem Propeller. Ach so, vorsichtig. Und dann fährt Teddy hinaus in die große, weite Welt. Oh je, ein Unfall. Aber es ist nicht schlimm. Ein Glück. Ist Mutti ja da, um ihn zu trösten? Und der Papi tröstet dich auch. Das ist schön. Ja, besonders für den Teddy. Draußen ist herrliches Wetter und der kleine König spielt mit Grete im Schlossgarten Ringewerfen. Juhu, getroffen! Hast du's gesehen, Grete? Und gleich nochmal! Mist, macht nichts. Aber jetzt... Naja, immerhin, ein Treffer! Diese Runde werde ich endlich gewinnen! Daneben! Nein, nicht schon wieder. So viel Glück gibt's doch gar nicht. Kleiner König, du weißt doch, Grete ist bei diesem Spiel unschlagbar. Ich habe keine Lust mehr. Und ich kann sowieso nicht mehr mitmachen, weil ich habe nichts mehr, was ich dir jetzt noch geben könnte. Du hast alle meine Lieblingsspielsachen schon gewonnen. Wie, Kohle? Wie? Grete? Also das war aber nicht abgemacht, nicht meine Königskrone. Also wirklich, Grete, denk bloß nicht, dass hier alles deins ist. Mir gehört auch noch eine ganze Menge. Ja, auch wenn du jetzt mal meine Krone auf dem Kopf hast. Zum Beispiel meine Bank da hinten und mein Schloss und meine Himbeerbüsche. Ja. Nein, Grete, von diesem Busch kannst du leider nicht naschen. Das ist nämlich auch meiner. Weil diese Himbeeren nämlich am dicksten und am süßesten sind. Ja, leider. Die sind nur für mich. Und jetzt kann es jeder sehen. So. Hey, warte mal, Grete. Da kannst du nicht lang. Das hier, ja, das ist der Königssteg. Und du kannst den anderen nehmen, Grete. Der hier ist nur für echte Könige. Krone! Oh, Krone allein nutzt da gar nichts. Also, eigentlich ist ja alles meins. Alles. Auch wenn du jetzt meine Lieblingsspielsachen hast. Du darfst hier natürlich trotzdem mit mir spazieren gehen. Auf meiner Wiese, mit meiner Blume und meinem Königsbaum. Alles meins. Ich bin schließlich König, auch ohne Krone. Ach, jetzt bin ich aber ganz schön müde. Der König ist ein bisschen müde. Ich ruhe mich aus auf meiner Königsbank. Ach, ist das eine schöne Bank. Setz dich doch, Grete. Ich habe nichts dagegen. Dann kann ich dir alles zeigen, was mir gehört. Ach ja, hoffentlich kommt bald mein Regen, damit meine Blumen auf meiner Wiese bald mein Wasser trinken können und mein Königspferd sieht dabei zu. Nanuel, was machst du? Was? Ich soll dein König sein? Ich gehöre dir nicht und meine Sachen gehören dir erst recht nicht. Du, und wenn ich dir gehören würde, nur mal so angenommen, dann würde dir ja auch alles in meinem Schloss gehören. Puh, das ist ja lächerlich. Also Grete, das musst du jetzt mal zugeben. Das ist doch wirklich... Hey, ihr beiden, das ist doch ganz in Ordnung so. Gute Freunde wie ihr teilen doch miteinander. Grete, meine beste Freundin. Also, ach, Grete, na klar, also... Doch schon. Oh, Grete. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Und was meins ist, ist auch deins. Sogar meine Himbeeren von meinem Busch. Von unserem Busch. Ne? Der mit den extra süßen Beeren. Grete.